In den Dolomiten auf 1200 Höhenmetern liegt Cortina d'Ampezzo. Ein Wintersportort, der vor allem als Austragungsstätte für Skiwettkämpfe bekannt ist. Die Bergregion hat aber auch ihre kulinarischen Besonderheiten. Für die ist Fabio Pompanin mit seinem Restaurant Al Camin bekannt. Er liebt die traditionelle Küche seines Heimatortes, zum Beispiel Casunciai, Teigtaschen gefüllt mit rote Beete. Ebenfalls typisch für die Region, Schweinemedaillons mit Pilzen. Die Bergküche der Dolomiten ist bescheiden und einfach. An Raffinesse gewinnt sie durch seltene, nur hier wachsende Zutaten und den Einsatz spezieller Gewürze. Wesentlicher Bestandteil bei jedem italienischen Essen, das Brot. In Cortina d'Ampezzo hat auch das eine eigene Tradition. Wir haben hier ganz typische Produkte aus Cortina d'Ampezzo. Das hier ist Puccia, ein Roggenbrot. Und das nennt sich ebenfalls Puccia. Der Unterschied? Das eine ist frisch, das andere ist getrocknet. In der Brotfabrik im Ort wird die Puccia seit 3 Generationen hergestellt. Hier ist auch Fabio Pompanin Stammkunde. Das Besondere sind die Gewürze im Brot. Kümmel und dazu Samen von wildem Fenchel, der nur in den Dolomiten wächst. Im Inneren sieht man die Kümmel- und Fenchelsamen. Die geben dem Brot seinen ganz eigenen Geschmack. Deswegen benutze ich das Brot auch für meine Gerichte. Die Puccia ist ein Sinnbild für unsere Tradition und Kultur. Zurück in der Küche. Für Euromax bereitet Fabio Pompanin Hirschlende mit einer Brot-Weizenkruste an Kartoffelrösti und Rote-Bete-Püree zu. Dazu braucht er Hirschlende mit Heidelbeeren, Brot, Weizen und Parmesan für die Kruste, rote Beete, Kartoffeln, Speck und Zwiebeln für die Beilagen. Zuerst die Kartoffeln und die rote Beete in einen Topf geben, Salzwasser dazu und auf dem Herd weich kochen. Danach das Gemüse pressen und mit etwas Butter zu einer cremigen Masse verrühren. Rote Beete passt gut zu Wild, weil sie einen süßlichen Geschmack hat. Das Süße ist ein guter Gegensatz zum eher strengen Wildaroma. Für die Rösti die geriebenen Kartoffeln pfeffern und salzen. Zwiebeln und Speck dazugeben, mit Olivenöl verfeinern. Das Ganze in kleine Formen füllen und festdrücken. Rösti sind ein typisches Berggericht. Traditionell bestehen Rösti allein aus Kartoffeln und Zwiebeln. Den Speck kann man hinzugeben, damit das Ganze mehr Geschmack bekommt. Es ist sonst ein sehr einfaches Gericht. Für die Kruste die Puccia feinreiben. Gekochten Weizen in einer Schale mit Minze, Petersilie, Knoblauch, Parmesan und dem Brotmehl verrühren. Etwas Olivenöl dazu. Danach das Fett von der Hirschlende entfernen, mit Salz und Chili würzen und die einzelnen Filets mit ein paar Heidelbeeren und deren Blättern anbraten. Ein Tipp vom Chefkoch für die richtige Bratdauer. Man sollte das Fleisch beim Braten anfassen. Wenn es etwas fester geworden ist, aber in der Mitte noch weich, dann ist es perfekt. Jetzt mit Rotwein ablöschen und reduzieren. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und in Scheiben schneiden. Mit Senf bestreichen und die Brot-Weizen-Mischung darauf geben. Jetzt ist das Fleisch bereit für den Ofen. Bei etwa 220 Grad Celsius muss es 10 Minuten backen. In der Zwischenzeit das Rote-Bete-Püree anrichten. Am besten mit einer Spritztüte und die Kartoffelrösti dazugeben. Die Hirschlende aus dem Ofen nehmen und zur Soße auf den Teller geben. Und fertig. Zu diesem Wildgericht empfiehlt Fabio Pompanin einen trockenen italienischen Rotwein. Und danach am besten einen Verdauungsspaziergang in den Bergen.